Tobias Schweinsteiger und der VfL Osnabrück. Anlauf Nummer 7 auswärts für Lila-Weiß. Bislang gab es noch keinen Dreier in der Fremde. Das sollte mit Fanunterstützung besser werden. Aber die Aufgabe nicht unbedingt einfach. Beim Tabellenführer in Elversberg unter der Woche im Pokal noch im Einsatz gegen den VfL Bochum. Aber Hellwach, zweite Spielminute, der Fehler von Hiegel. Pfeil dazwischen, der Kopf oben für Yannick Roch hält das 1:0 für die Sportvereinigung. Wieder ein frühes Tor für die Gastgeber. Hier nochmal Hiegel, der das Ganze einleitet mit seinem Fehlpass. Manuel Pfeil, Top-Vorbereiter der Liga, zeigt hier warum. Weil er die Übersicht hat und rochelt mit seinem 5. Saisontreffer. Insgesamt auch sehr, sehr starke Anfangsphase für die Saarländer. Osnabrück mit vielen Fehlern. Wieder Pfeil, wieder schnell gespielt. Dürholz und Koffi gegen Daniel Adamczyk, der sensationell rettet auf der Linie. Wieder hat er den Vorzug bekommen vor Pipoku. Dann 15. Spielminute, sehr strittige Situation. Şahin geht zu Boden, Pfeife von Schiri, Exner bleibt stumm. Aber in der Wiederholung wird deutlich, ein Elfer wäre hier durchaus drin gewesen für die Gastgeber. Klarer Kontakt von Simakala im Strafraum gegen Semi Şahin. Aber die SVE weiter am Drücker. Rochitz, Neubauer, Schnellbacher und was ein Weltklasse-Reflex für Daniel Adamczyk, der da die Pranke ausfährt, den Ball im letzten Moment stoppen kann vor der Linie. Dann ungewöhnlich 35. Minute Doppelwechsel bei Osnabrück. Tobi Schweinsteiger hatte genug gesehen, brachte Rohrig und Heider für Simakala und Hiegel. Und gerade Henry Rohrig stand im Mittelpunkt der nächsten Aktion. 40. Minute und er läuft hier den Ball gegen Schnellbacher. 2:0 Elversberg. Das Herz in Richtung Lukas Pinkert, Fragezeichen, mit dem Befreiungsschlag leitet er ein. Rohrig hatte spekuliert eventuell auf seinen Goalie, der war aber nicht da. Und deswegen 2:0 Pausenführung für die Gastgeber. Hinein in die zweiten 45 Minuten. Osnabrück warf alles nach vorne. Es konnte nur besser werden und es wurde besser. Anschlusstor Erik Engelhardt, kurz zuvor eingewechselt nach dieser butterweichen Flanke von Lukas Kunze. Der Anschlusstreffer und der VfL Osnabrück plötzlich nach Verkorks erster Halbzeit wieder zurück im Spiel. Aber noch 5 Minuten später. Koffi, Kopf oben, der Schuss rochelt. 3:1. Im Stile einer Spitzenmannschaft Elversberg, die zuvor ein bisschen haben das Geschehen laufen lassen. Mit Zug zum Tor, erstmal wieder Adamczyk, aber gegen Rochelt und dessen Doppelpack konnte er nichts machen. Frust auf der anderen Seite, dann 80. Minute. Gelb-rote Karte gegen Köhler nach diesem Ellbogenschlag gegen Mustafa in der ersten Halbzeit. Köhler schon vorverwarnt. Und kurz nach dieser Aktion ging auch Coach Tobias Schweinsteiger auf die Tribüne. Glattrot für den VfL-Trainer. Das war's aber noch nicht. Wir springen in die Nachspielzeit. Nick Woltemade vorbei an Chato. Der Blick für Suero. 4:1. Elversberg wieder mit einem hohen Sieg. Wieder mit der Dreierkette, wie schon gegen 60 München, mit dem gleichen Ergebnis. Suero setzt den Schlusspunkt auf einen überzeugenden Erfolg der SVE. Ja, gerade dieses Spiel am Dienstag, das hat doch Kraft gekostet. Und dann so aufzutreten wie heute, das ist erstaunlich. Das ist fast unglaublich, aber die Mannschaft macht es und zeigt, wie stark sie ist. Und dementsprechend bin ich mega stolz auf diese Leistung. Wir waren individuell im Zweikampf halten schlecht, mit Ball schlecht. Elversberg war in allem lang deutlich besser. Ich habe die Schiedsrichterentscheidung als scheiß Entscheidung kommentiert. Das hat gereicht für Rot. Ja, dann ist das so. Dann nehme ich die rote Karte und war von mir auch kein guter Tag. Es gibt Gesprächsbedarf beim VfL Osnabrück. Nur 13 Punkte aus 13 Spielen sind deutlich zu wenig auf der anderen Seite. Elversberg rockt weiter die dritte Liga. 10. Sieg in 13. Spielen.